Das Reagiert auf Einzelpersonen. Der Benjamin Brooks. BB. Benjamin Brooks. Den mag ich. So, der Grund, warum wir hier reingehen. Erstmal direkt nach den Karten gucken. Schade, Max, gibt keine Tarotkarten. Haben wir einen Spiegel? Nö. So, ich weiß hier tatsächlich, wo alle Sachen sind. Jetzt weiß ich das Spiel, wo eigentlich ist. Nee, ist auch nicht. Dann haben wir vermutlich das Future Board wieder, leider. Ich wüsste gar nicht, wo das Future Board hier ist. Na, das fällt hier hinten am Anfang mit. Oh, warte, die Doll. Wir haben die Doll, wir haben die Doll, Max. Und das Ouija Board wäre hier in der Campingküche. Ah, stimmt, genau, stimmt. So, du hast auch eine Kamera, oder? Ja, ja. Wollen wir mal ein bisschen nach Dots gucken und den Generator wieder ausschalten? Ja, der. Also die Map hier ist mal richtig, richtig, richtig schwierig zu erkennen, wo der Geist hier drin ist. Weil die Bereiche so groß sind und man eigentlich braucht man schon ein bisschen Glück dabei. Ah, da hinten ist Max. Ich hab schon gesagt, was das für ein heller Punkt ist. Hab's, Max, hab's gefunden. Hier vorne im Spielzelt. Ist ein Geisterorb. Deswegen ist die Kamera Premium. Ah, nice. Ich habe neue Sache. So, deswegen ist die Kamera Premium, weil man am Anfang richtig gut rausfinden kann, wo der Geist ist. Gib mir ein Zeichen. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Können wir überhaupt Fingerabdrücke erkennen, wenn der hier irgendwas wirft? Wenn der was wirft? Nee, nö. Also das heißt, wir haben hier gar keine Chance, den Fingerabdruck zu erkennen. Weiß ich nicht. Warte mal, der hat hier irgendwas geworfen, dann hatte ich ganz kurz EMF-Reading und jetzt finde ich nicht mehr. Kannst du nochmal kurz irgendwas werfen? Das war nämlich ein sehr hohes... Dankeschön. Geht nicht. Ja, da wirklich was geworfen. Das klang nach hier hinten. Nee, das war direkt hier, das ist EMF-3-4. Bis jetzt. Oh, warte mal, was hat denn der gemacht? Das klang eigenartig. Also ich erkenne nichts. So, ich hole mal die Geisterbox, damit wir mit denen spiegeln können. Gib mir ein Zeichen. Ich möchte was sehen. Ah, der Ball war es vorhin, hä? So Max, ich spreche mal kurz mit dem. Okay. Bist du hier? Wo bist du? Kannst du mich hören? A few moments later. Er will anscheinend noch nicht speaken. Ich guck nochmal wirklich hier, ob die Geister hier ist. Und hat er was gesagt? Nee. Ich wollte nochmal gucken, weil ich hier sehe gerade keinen Geisterorb mehr. Ja, auf jeden Fall war er hier. Ja. Ich hatte hier gerade am Campfire hatte ich meinen Atem gesehen. Hast du gesehen? Den Atem, ja, ich hab den aber, ich sehe den aber auch hier vorne. Ich mach mal bitte deine Kamera aus. Nee, Geistorb ist noch hier drin. Okay. Okay, nee, ich wollte gerade gucken, nicht, dass er den Raum wechselt, aber ich glaube, bei unserer Schwierigkeitsstufe geht das gerade gar nicht. Wir spielen gerade nur fortgeschritten. Antworten wollt ihr nicht. Ich habe noch Dots zum Gucken. Ja, hab ich auch gerade in der Hand. Gib uns ein Zeichen. Ja, ein anderes bitte. Nimm mal bloß Sachen werfen. Interagier mit den Dots. Ey, wirklich, diese Dots, die sind so gefühlt 1 Meter vor dir. Aber es wird halt auch schwierig, wenn Max hier mit der Taschenlampe durchleuchtet, ne? Hab ich dir gegeben, Max. Wir haben keine Temperatur. Bis jetzt. Wir haben nur Geisterorb.
Genau, Gasdruck und keine Temperatur. Kein EMF, das EMF haben wir vermutlich tatsächlich. Kommt sicher später. Habe ich so das Gefühl. Nehmen wir auch eins mit. Und ich habe noch mal ein Buch mitgenommen, ne? Nimm mal eine Kamera mit, der jagt sich ja gleich. Ja, so langsam. So, deswegen spare ich jetzt mal hier mit dem Sprint. Schreibe ins Buch. Scheiße. Auf gut, mach's gut, Max, mach's gut. Ciao. He's freaking fast. So, der wurde auf jeden Fall sehr schnell schneller. War auf jeden Fall ein schneller Geist. Ein Fixer. Was haben wir denn? Wir haben jetzt nur Geistorb. Revenant war das doch, oder? Die wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Ich tippe auf den Revenant bis jetzt. Man kann elektrischen Geräten in der Nähe Strom entziehen, wodurch er sich schneller bewegen kann. Der war auf jeden Fall schnell. Eine Mare ist ja im Dunkeln nicht schneller. Hat bloß eine höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen. Ja, also es wird wieder ein Raichu sein. EMF-5 ist schlecht zu sehen. Teilweise Dots schlecht zu sehen. Machen wir einfach eine Fast-Runde, auch wenn du jetzt gestorben bist. Ich gehe einfach davon aus, dass das wieder ein Raichu ist. Einfach wegen der Geschwindigkeit. Und ich hatte auf jeden Fall meine Kamera, hatte ich in der Hand, an. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hattest, aber... So, gleich finden wir es raus. Was safe in Revenant? Ein Handschuh. Alter, Max. Handtuch hat man doch gar nicht zur Auswahl. Bei niedriger Temperatur können sich Handtuch schneller bewegen. Ein Handtuch bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Dann hat das ein sehr seltener Geist, der kalte Klimazonen liebt. Die Kälte scheint sie aggressiver und stärker zu machen.